Tödliches Drama an einem beschrankten Bahnübergang bei Schwan im Landkreis Rostock. Am Sonntagabend kam ein Autofahrer in Neuwiendorf ums Leben, nachdem sein Fahrzeug von einem Regionalexpress erfasst worden war. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr. Bisherigen Ermittlungen zufolge senkte sich die Halbschranke am Bahnübergang Neuwiendorf. Trotzdem umkurvte der Autofahrer offenbar die Schranke und fuhr über die Gleise. Dabei wurde das Auto von dem herannahenden Regionalexpress erfasst. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter weit mitgeschleift. Trümmerteile schleuderten auf angrenzende Grundstücke oder blieben auf den Gleisen liegen. Der Fahrer konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Etwa 500 Reisende in dem Zug mussten von einer Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes umsorgt und aus dem Zug gebracht werden. Sie wurden mit Bussen weiter befördert. Die Bahnstrecke blieb für Stunden voll gesperrt. DEKRA und Kriminalpolizei ermitteln zur genauen Unfallursache.